Was machen wir heute? Also es geht ja darum, inwieweit Vereine, auch egal sozusagen welchen Inhalt, was die Vereine so als Zweck haben, inwieweit die mit dem Urheberrecht in Berührung kommen. Und ich habe das, wie Luffy schon gesagt hat, in drei Blöcke unterteilt, nämlich erstmal so ein bisschen Basics, Grundwissen über Urheber- und Nutzungsrechte. Das ist sozusagen ein Grundverständnis. Man kann ganz viel darüber reden. Ich versuche das so kompakt wie möglich und sozusagen der Perspektive von Vereinen angepasst zu vermitteln. Dann will ich ein bisschen was sagen über offene Lizenzen, Creative Commons. Da haben vielleicht manche auch schon von euch von gehört, dass das eine Möglichkeit ist, eben was Urheber- und Nutzungsrechte betrifft, sich das Leben in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Arbeit, der Kommunikationsarbeit von Vereinen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und drittens, was jeder Verein natürlich kennt, dass man auch von Veranstaltungen, wo man Gäste hat oder von großen Versammlungen, die man hat, etc., Fotoaufnahmen machen will, Audio-, Videoaufnahmen, genau wie wir das jetzt hier schon haben, was das mit Persönlichkeitsrechten zu tun hat, vor allen Dingen derjenige, die dann darauf zu sehen sind und wie man sich da am besten verhält, wenn man diese Fotos, diese Aufnahmen nutzen will. Das sind meine drei Blöcke für heute, meine Angebote. Soll also mit den Urheber- und Nutzungsrechten losgehen. Und da wollte ich jetzt erstmal an euch fragen, und das wäre schon so ein bisschen die erste Übung, dass ihr den Chat nutzt, nämlich die Frage, wann eurer Ansicht nach treffen denn Vereine auf das Urheberrecht? Also wann wird das für Sie ein Thema? Also vielleicht in Stichworten oder kurz in den Chat reinschreiben, wo ihr denkt, an welcher Stelle müsste man darüber mehr wissen oder das beachten oder jemanden dazu befragen. Fotos, Publikationen, wenn man in Social Media kommuniziert, wenn man Infomaterial erstellt, sind die Antworten genau. Bilder von externen Personen bei öffentlichen Veranstaltungen. Wenn man Newsletter produziert und natürlich verschickt, ein Chor, aha, also ein als Verein organisierter Chor führt natürlich Werke auf, eine Chronik in Druckform, genau, also gute Antworten, genau, das ist so das Spektrum und da merkt ihr schon, das ist eine ganze Menge in der echten Welt, Aufführungen in der analogen Welt mit Publikationen, die vielleicht noch gedruckt und verteilt werden. Hier Studien wird genannt und natürlich Social Media im Internet, Publikationen oder Newsletter, die dann digital verschickt werden. Also genau, wann ist das für Vereine? Das soll jetzt mal so ein bisschen so ein Verein symbolisieren, also eine Gruppe von Menschen, die sich einen Rahmen geben, einen Vereinsnamen, einen Vereinszweck. Und das kann eine Webseite im Internet sein. Das können eben die Social-Media-Auftritte sein, die, ob nun auf Facebook oder TikTok oder Instagram, LinkedIn, Twitter, da gibt es ja so viele, das sind jetzt so populäre, die viele bespielen, denke ich, auch Vereine da ihre Kanäle haben, um nicht nur mit der Öffentlichkeit, nicht nur mit ihren Mitgliedern, sondern eben auch mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Newsletter wurden angesprochen. Das ist ja so ein eigener Kanal, weil den kriegen die, die ihn wirklich haben wollen. Also dann liefert man immer aus, während bei der Website man nicht genau weiß, wer da Besucher ist, hat man bei dem Newsletter einen Überblick über die Menge und auch über die Empfänger. Und nicht zuletzt gibt es heutzutage ja auch sowas wie Podcasts, die produziert werden, wo man regelmäßig mit Mitgliedern oder Abonnenten kommunizieren kann. Und ihr habt es gesagt, na klar, auch gedruckte Materialien sind nach wie vor ein wichtiges Mittel, um Mitglieder, Öffentlichkeit oder eben Bezugsgruppen, mit denen man zu tun hat, zu informieren, mit denen zu kommunizieren. Warum ist das also relevant? Die müssen halt bespielt werden, diese Kanäle. Also da passieren Texte drauf, Videos, Audio, Podcasts, habe ich gesagt, Text-Bild-Kombination, also alle Arten von Medien. Man fotografiert oder nimmt Fotos, die man bekommt oder irgendwo findet. Man nimmt Filme auf oder findet auch Filme. Im Internet wissen wir, gibt es sowas wie Verlinkung oder Embedding, also das Einbetten von Inhalten, die eigentlich von woanders kommen, aber trotzdem auf der Webseite, der eigenen Webseite erscheinen.
mit Musik oder Audio, wie gesagt, Podcast, Hörspiele, Hörbücher, was auch immer, sich eignet, um den Vereinszweck und die Kommunikation des Vereines zu unterstützen. Die Frage ist aber eben, von wem bekommen wir denn diese unterschiedlichen medialen Materialien, Fotos, Filme etc. oder von wo holen wir uns die? Welche Quelle, welche Personen sind da eigentlich dahinter? Und da stellt sich dann eben gleich immer die Frage, hat das nicht was mit dem Urheberrecht zu tun? Muss ich da nicht auf bestimmte Sachen achten? Muss ich da nicht was wissen, bevor ich diese einzelnen Elemente, ob nun Fotos oder Texte oder Musik oder Audio, gesprochene Texte, in meine Medien, in meine Kanäle integriere? Und genau das ist die richtige Frage. Und deswegen kommen wir dann mal, weil ich wissen will, was wisst ihr dazu schon, zu dem angesprochenen Kahoot-Quiz. Okay, dann kommen wir jetzt so, was wisst ihr über das Urheberrecht? Erste Frage, wer kann Urheber oder Urheberin sein? Nur Erwachsene, jede Person, nur hauptberuflich Kulturschaffende oder nur kreative Personen? Wählt eine Antwort. Okay, 12 haben richtig gelegen. Ja, jede Person kann Urheber oder Urheberin sein. Im Übrigen auch Kinder. Auch Kinder können urheberrechtlichen Schutz für ihre Werke genießen. Die Erwachsenen bzw. die Erziehungsberechtigten sind dann eben dafür zuständig, das auch entsprechend zu managen und sich darum zu kümmern. Also, zweite Frage. Wo muss man Urheberschutz für ein Werk anmelden? Gar nicht, beim Patent- und Markenamt, bei der GEMA oder bei einem Notar oder einer Notarin. Ah, auch da lag die Mehrheit richtig, gar nicht. Also es gibt zwar das Patent- und Markenamt, aber da meldet man eben Patente oder Markenrechte an, aber Urheberrecht muss man nicht anmelden. Wie lange währt der Schutz des Urheberrechts? Nämlich 10 Jahre nach Tod des Urhebers, Urheberin, 50 oder 70 Jahre nach Tod oder für immer? Ah, hier ist es schon ein bisschen diverser. 7 lagen immer noch richtig. Mit den 70 Jahren nach Tod des Urhebers ist die richtige Antwort. Das heißt, die kürzeren Fristen, die gab es auch im Übrigen mal. Das wurde im Laufe der Jahre aber dann oder Jahrzehnte immer wieder angepasst durch gesetzliche Reformen oder Gesetzesreformen. Aber momentan gelten in Deutschland, Europa und in vielen anderen Ländern diese 70 Jahre, aber nicht weltweit. Das ist unterschiedlich geregelt. Was kennzeichnet ein urheberrechtlich geschütztes Werk? A, Kennzeichnung ist nicht erforderlich oder Copyright by oder das TM oder da muss dran stehen, alle Rechte vorbehalten. Auch da Respekt. Viele sind da also schon sehr firm im Urheberrecht, habe ich so das Gefühl. Ihr seid da auch wieder richtig mit der Antwort, Kennzeichnung ist nicht erforderlich. Man muss also nichts ranschreiben und nicht irgendwo eine Kennung mit hinterlegen oder als Wasserzeichen einbrennen. Das ist nicht erforderlich, um diesen Urheberrechtsschutz in Anspruch nehmen zu können. Also das waren die Fragen. Also die Grundlagen, die wir eben kennengelernt haben, Menschen, Personen können Werke schaffen und sind dann Urheberin oder Urheber. Es gibt dann noch den sogenannten Begriff der Schöpfungshöhe. Das heißt, ab einem gewissen Punkt sind diese Werke schutzfähig. Es gibt so eine Grenze, wo man sagt, das ist so ein bisschen zu wenig, die schöpferische Leistung ist zu gering. Deswegen gilt dann der Urheberrechtsschutz nicht. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal an, was das meint. Der untere Teil besagt aber, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, nur Personen dürfen den Urheberrechtsschutz genießen, können Urheberin oder Urheber sein, nicht Institutionen. Also ein Verein kann kein Urheberrecht haben, eine Partei nicht, eine Firma nicht, eine andere Organisation, egal ob sie letzten Endes mit Medien zu tun hat oder nicht. Es sind immer nur die Personen und tatsächlich die einzelnen Personen, an denen das Urheberrecht für Werke festgemacht wird. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Man kann eben dieses Urheberrecht nicht übertragen oder loswerden. Wenn ich ein Werk geschaffen habe und es ist in der Welt, weil ich es veröffentlicht habe oder in irgendeiner Form öffentlich zugänglich ist, dann bleibt dieses Urheberrecht bei mir bis an mein Lebensende und wie wir eben ja gelernt haben, 70 Jahre über den Tod auch hinaus. Das kann man nicht irgendwie verkaufen oder abschütteln. Kurz zu diesem Begriff der Schöpfungshöhe.
Also geschützt sind persönliche geistige Schöpfungen. Darin muss sich die Persönlichkeit auch so ausdrücken. Das kann auch in ganz kleine Gedichte oder kleine Zeichnungen kann das sein. Aber es muss schon ein Werk sein. Nur die Idee zu haben als Musikerin, zu sagen, ah, die Melodie habe ich schon lange im Kopf, dann ist das noch nicht schutzfähig, sondern man muss sie schon mal aufgenommen haben oder etwas gezeichnet haben. Werkteile können durchaus geschützt sein, aber einzelne Formulierungen nicht. Ich sage immer, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Das wäre ein bisschen zu wenig, weil das ist schnell dahingeskribbelt. Das hat noch nicht diese persönliche geistige Schöpfungsqualität. Wenn wir aber an sowas denken wie die Friedenstaube, die Picasso mal gemalt hat, das sind auch nur wenige Striche, sind aber sehr markant und sehr eigen. Und insofern ist das vielleicht ein kleiner Unterschied, ein kleiner Sprung, aber es ist tatsächlich wichtig, diese Schöpfungshöhe, dass man das mal gehört hat, weil ein vierzeiliges Gedicht kann die Schöpfungshöhe erreichen, aber so ein Werbespruch wie von McDonald's, ich liebe es, garantiert nicht. Der ist nur als Marke geschützt, also damit Werbung zu machen. Das haben die sich schützen lassen, aber es ist kein Urheberrecht sozusagen, kann kein einzelner Mensch sagen, das ist mein Satz, dafür ist es zu wenig und zu lapidar. Welche Gattung, könnt ihr gern wieder in den Chat schreiben, welche Gattungen oder Arten von Werken, denkt ihr denn, sind urheberrechtlich geschützt? Also von Zeichnungen und Texten habe ich eben schon gesprochen, aber was fällt noch unter den Urheberrechtsschutz? Ah, Wort- und Bildmarken, Fotos, Texte, Zitate, okay, sage ich gleich was zu. Fotos, Musikstücke, Kompositionen, genau. Ja, weil Excel-Dateien, Jein, sage ich mal. Jingles, ja klar, kurze Musik, Jingles auch. Auch da kann es wieder von der Schöpfungshöhe abhängig sein. Wenn es nur drei Töne sind, könnte das sein, könnte aber auch zu wenig sein. Podcast-Interview, ja, ein Hörbuch. Erste 7 Sekunden, okay, das... Jein, auch da würde ich ja sagen, es kommt nicht unbedingt auf die Länge an, wie eben bei den Strichzeichnungen oder den Texten gesagt. Ach so, beim Jingle, okay, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie ist der Jingle auch dann konstruiert. Das ist nicht allein an den Sekunden festzumachen, sondern tatsächlich dann wird sich das Werk, wenn es da mal zum Streit oder zum Zweifel käme, guckt sich das jemand dann genauer an. Kurz die Auflistung, so wie sie im Gesetz steht, also zu den geschützten Werken zählen Sprachwerke, Werke der Musik, pantomimische Werke, einschließlich Tanzkunst, Werke der bildenden Künste, also einschließlich der Werke der Baukunst, also damit ist Architektur gemeint, Lichtbildwerke sind die Fotos, Filmwerke, na klar, sind Filme oder alles, was sozusagen zeitbasiert ist, Animation, Computeranimation, GIF-Animation, das kann alles Mögliche sein. Man muss also nicht nur den Kinofilm oder die Fernsehsendung vor sich sehen und schließlich auch noch Darstellung wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnung etc. Also auch das ist schutzfähig. Die Frage mit den, was hier im Chat kam, mit den Excel-Dateien, das könnte eher sein, dass das nur eine Datensammlung ist. Als Datenbank könnte man es schutzfähig machen. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber die Excel-Tabelle als solche müsste man sich genauer angucken. Und was am Anfang genannt wurde, Wort- und Bildmarken, da ist es tatsächlich dann auch wieder zweierlei, was ich eben sagte, so eine einfache Wortmarke, da kommt es dann auf die Gestaltung an, das Design etc. Dann ist das erstmal urheberrechtlich geschützt, aber diejenigen, die das entwerfen, im Auftrag einer Firma oder auch eines Vereins ein Logo zu gestalten, werden in der Regel dann die Rechte an diesem Logo an den Verein, an den Auftraggeber abtreten, weil der damit eben seine Kommunikationsarbeit oder seine Werbung machen will. Und dann ist das zwar urheberrechtlich geschützt, aber im Prinzip wird dann durch Rechteübertragung die Nutzung dieses Werkes anders aussehen. Und das führt uns genau zu dem zweiten Grundprinzip, was ich euch vermitteln will, nämlich, dass man nicht das Urheberrecht verkauft, sondern Nutzungsrechte veräußert an andere per Vertrag.
Man geht also zu, ich als Journalist, zu einem Verlag, ihr habt vielleicht dann als Verein entsprechende Leute, die Texte schreiben oder Fotos machen oder Filme anfertigen. Und das sind die Urheber dieser Werke und die verhandeln mit euch darüber, wie ihr diese Werke nutzen wollt, eben auf eurer Webseite oder für Social-Media-Kanäle oder eben für alles, was ihr in der Kommunikationsarbeit. Und das steht dann in diesem Vertrag. Ihr schafft also, ihr werdet mit denen zusammen einen Vertrag entwickeln, wo drin steht, wofür wollt ihr diese Nutzungsrechte haben und wie lange und was seid ihr auch bereit dafür sozusagen als Gegenleistung zu bieten? Das kann natürlich Geld sein, Honorar oder Beteiligung. Das kann natürlich auch anders aussehen. Aber hier kommen dann tatsächlich eben Vereine, Institutionen, Organisationen ins Spiel. Die können die Nutzungsrechte per Vertrag übernehmen. Das kann sehr unterschiedlich gestaltet sein und dann damit eben arbeiten und vielleicht auch diese Rechte an andere weitergeben, sozusagen Lizenzen erteilen, dass man das Werk, wenn der Fotograf für den Verein fotografiert hat und dann kommt jemand und sagt, kann ich das Foto nutzen? Dann kann der Verein sagen, ja, wir haben die Nutzungsrechte, wir geben diese Nutzungsrechte an dich weiter. Was müssen wir dann hier ausmachen, ob nun ein Honorar, was dann der Fotograf wieder bekommt oder irgendeine andere Kompensation. Hier noch das Prinzip, dass das eben bis zu 70 Jahre nach Tod noch erhalten bleibt, dieser Schutz. Das heißt, die Urheberrechte liegen nach wie vor bei der Person, die ist dann verstorben, aber die Nutzungsrechte über dieses Werk können 70 Jahre lang noch weiter sozusagen gehandelt werden. Da sind dann entweder die Erben der Person im Spiel oder vielleicht welche, denen diese Nutzungsrechte übertragen wurden nach Tod. Aber das geht dann eben nur gesetzlich 70 Jahre. Nach 70 Jahren ist das Werk dann frei. Dann kann es jeder benutzen. Nehmen wir die Gebrüder Grimm und ihre Märchen oder viele andere Werke, wo die 70 Jahre längst vorbei sind nach Tod der Urheberinnen und Urheber. Und dann sind diese Werke frei. Die Texte der Gebrüder Grimm kann jeder zu einem Buch machen oder vortragen oder was auch immer damit veranstalten. Das ist also die Regel, dass es danach dann gemeinfrei ist. Hier nochmal der Hinweis, was ihr, dass die meisten ja wussten. Man muss das Werk nicht kennzeichnen, man muss es auch nicht irgendwo anmelden. Es ist eben einfach der Schutz tritt in dem Moment in Kraft, dieser urheberrechtliche Schutz, wo das Werk geschaffen ist und sozusagen zugänglich dann geworden ist. Also dieses C sehen wir zwar oft und wir sehen auch oft, dass da dran steht, alle Rechte vorbehalten oder die Rechte liegen bei dem und dem im Impressum eines Buches oder auch einer Broschüre, eines Geschäftsberichtes, eines Jahresberichts eines Vereins. Da stehen dann oft solche rechtlichen Formulierungen, die sind ja auch wichtig, um das zuzuschreiben, weil es ja auch Verantwortlichkeiten da gibt und weil man ja auch will, dass die Leute sich melden. Aber wenn man jetzt den Klassiker nimmt, ein Foto im Internet gefunden und sagt, da steht ja nichts dran, dann kann ich es ja benutzen. Das wäre halt der Trugschluss, ne? Sondern es gibt immer, man muss immer davon ausgehen, dass man jemanden um die Nutzungsrechte erfragen muss, eine Lizenz kaufen muss, irgendwo eine Erlaubnis sich einholen muss, weil ein Werk in der Regel einen Urheber oder eine Urheberin hat. Ganz kurz noch zu dem Prinzip, dass das sehr stark an die Person gebunden ist, nämlich zu den Urheberpersönlichkeitsrechten. Und die heißen tatsächlich so, weil man eben als jemand, der ein Werk geschaffen hat, immer die Anerkennung der Urheberschaft einfordern kann. Also egal, welche Nutzungsrechte ich mit jemandem vereinbare, ich kann immer darauf bestehen, als Urheber genannt zu werden. Ich kann darauf Einfluss nehmen, wie die Veröffentlichung erfolgt. Und ich kann dagegen vorgehen, wenn mein Werk beeinträchtigt oder entstellt wird, wenn es in einen Zusammenhang gesetzt wird, der mir nicht gefällt. Also Klassiker, wenn Musik gespielt wird bei einem Wahlkampfauftritt von einem Politiker und ich als Musiker damit nicht einverstanden bin, dass es genau auf dieser Veranstaltung läuft, weil das damit kann ich mich nicht identifizieren, dann kann ich, obwohl vielleicht es lizenztechnisch möglich ist, dass meine Musik dann eben auf Veranstaltungen gespielt wird, kann ich aber trotzdem intervenieren, wenn das womöglich eine ganz rechtsgerichtete oder in irgendeiner anderen Art von Organisation ist, die das sozusagen missbraucht. Ein ganz wichtiges Prinzip, was selten vorkommt, aber es kommt halt vor und das
bekräftigt nochmal, wie stark dieses Urheberrecht an die Person, an den Menschen, der es geschöpft hat, das Werk kreiert hat, gebunden ist. Und noch ein ganz wichtiges Prinzip, das Werk darf nicht ohne Einwilligung des Urhebers oder der Urheberin bearbeitet, also verändert werden. Da muss man eben die Zustimmung einholen, wenn man das Werk in bearbeiteter Form weiter veröffentlichen will, wenn das nicht schon in den Verträgen, die die Nutzungsrechte betreffen, drinsteht. Hier steht es nochmal, Urheberrecht ist nicht übertragbar. Und noch ein ganz wichtiges Prinzip, jede Nutzung, und Nutzung meint hier nicht, ich kaufe ein Buch und lese es zu Hause, dann nutze ich es ja auch, sondern Nutzung meint jetzt hier im juristischen Sinne, dass ein Verwerter, also ein Verlag oder ein Verein oder ein Verband etwas mit diesen Fotos oder diesen Texten macht. Dann ist das Prinzip, dann muss auch eine Vergütung erfolgen. Jede Nutzung muss irgendwie kompensiert werden. Da muss Geld fließen oder irgendeine Gegenleistung vereinbart werden. Und darauf kann man auch bestehen, wenn das halt in irgendeiner Form nicht passiert oder nicht hinreichend passiert. Das muss auch eine faire Vergütung sein. Auch das steht im Gesetz. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Jede Nutzung muss irgendwie dann auch eine Vereinbarung beinhalten. Was kriegt derjenige oder diejenige dafür? Und was sind so Verwertungs- und Nutzungsrechte? Also zum Beispiel kopieren und verbreiten, vervielfältigen oder eben aufführen auf einer Bühne oder senden oder ins Internet stellen, also öffentlich zugänglich machen. All das, was wir kennen, was ihr auch am Anfang genannt habt. Also hier nochmal, das ist ein sehr starker Schutz, wie so ein großer Zaun. Und so haben die Juristen das auch gemeint, dass dem Urheber, der Urheberin ein Schutzzaun sozusagen ermöglicht wird, um seine Werke verwerten zu können, so wie er es gerne möchte. Weil das eine persönliche Schöpfung ist, möchte er den Einfluss darüber haben, dass es nicht entstellt oder bearbeitet wird. Und er soll auch die Chance bekommen, das Werk zu verwerten, tatsächlich kommerziell zu nutzen durch Verkauf oder Aufführung oder Lizenzverkäufe etc. Und dieses Prinzip betrifft dann auch, dass es pro Werk mehrere Urheber geben kann. Also bei Musik kennen wir das, ihr habt es geschrieben, Komposition oder Musikstück oder eben auch der Text. Da ist jemand, der komponiert das Musikstück und dann gibt es jemanden, der den Text dazu schreibt oder das Libretto oder wie auch immer. Und dann sind das mehrere Urheber an einem Werk. Bei Filmen erst recht, wie viele sind da beteiligt? Oder deswegen hier der Controller hier bei Games heutzutage, das kann kaum einer alleine schaffen, sondern das ist immer ein Gemeinschaftswerk. Das heißt, wenn ein Werk dann von mehreren Urheberinnen geschaffen wurde, muss man auch mit mehreren Urheberinnen immer verhandeln und sich mit denen einigen, wenn es um Erlaubnisse geht und so. Und das hieße zum Beispiel auch, erst wenn der letzte Urheber länger als 70 Jahre tot ist, ist dieses Werk wirklich frei. An so einem Film sind viele beteiligt und manche leben halt länger. Und wenn man die dann nicht gefragt hat, ist der Film erst dann gemeinfrei und so zu benutzen wie die Märchen der Gebrüder Grimm, wenn auch der Tod dieses letzten übrig gebliebenen, sage ich mal, 70 Jahre oder länger her ist. Und nicht zuletzt, auch ganz wichtig vielleicht für euch zu unterscheiden, dass es auch so etwas wie verwandte Schutzrechte gibt, nämlich für diejenigen, die die Werke nicht geschaffen haben, sondern die Werke aufführen. Also Musiker, Sänger, Instrumentalistinnen, Sprecher von Texten, von Audio, Hörbüchern etc. Oder eben auch welche, die beteiligt sind, also Mitwirkende, weil sie im Studio für die Produktion des Musikstückes gesorgt haben und auch eine gewisse kreative, schöpferische Leistung da drin steckt, dass etwas gut klingt oder etc. Das wird aber anders beurteilt, als das Werk zu erschaffen, wenn man es aufführt oder wenn man es interpretiert. Und deswegen gibt es da verwandte Schutzrechte und die werden auch von den Schutzfristen anders bemessen. Da gibt es dann eben nur 50 Jahre nach Veröffentlichung des Werkes gilt dann dieser Schutz etc. Nochmal zu dem Prinzip gemeinfreier Werke. Nämlich, wenn etwas gemeinfrei ist, so wie der öffentliche Park, deswegen hier so, ne, das ist sozusagen gemeinfreie Fläche für alle gedacht, nicht abgezäunt, man muss nichts bezahlen. So gilt das auch für urheberrechtliche Werke, entweder eben nach diesen 70 Jahren. Dann ist es frei für jegliche Art von Nutzung. Und dann ist auch dieses Urheberpersönlichkeitsrecht, dass das da entstellt wird und so weiter, natürlich obsolet. Es gibt aber auch Werke, die von Hause aus gemeinfrei sind, also
zum Beispiel Gesetzestexte. Dafür steht dieses Symbol, dass ein Gesetzestext ist zwar auch ein langer Text und da haben viele lange dran geschraubt, aber das ist nicht urheberrechtlich schützbar. In den USA, die NASA, die staatliche Weltraumagentur, fertigt Fotos und Filme an im Auftrag sozusagen der gesamten Gesellschaft, des Staates. Da stecken dann die entsprechenden Gelder drin. Deswegen kann man also auf die Archive der NASA zugreifen. Die sind gemeinfrei, Public Domain, sagen die im englischsprachigen Raum. Und dann kann man die auch benutzen, mit vielleicht ein paar Einschränkungen, aber im Wesentlichen sind die gemeinfrei. Da gibt es noch viele andere Kategorien von Werken, die eben diese Gemeinfreiheit genießen. Also nur dieses Prinzip auch, dass irgendwann diese Nutzungsrechte, dieser Nutzungsrechte-Privileg, dass man also als Urheber oder Inhaber von Nutzungsrechten hat, dann nach diesen 70 Jahren verfällt. Oder man kann auch freiwillig darauf verzichten. Also, wir haben gelernt, wenn Vereine aufs Urheberrecht treffen, heißt das immer, dass Medien produziert werden im Auftrag oder einfach durch Abmachung, mach mal Fotos für uns oder ich mache die jetzt selbst, aber ich brauche jemanden, der Text dazu schreibt. Oder man findet die im Internet oder in irgendwelchen Katalogen oder Verzeichnissen oder sonst wo oder bei Musiklabel. Und der normale Gang der Dinge ist, dass man sagt, da muss es einen Urheber, eine Urheberin geben, da muss es Rechteinhaber geben, die die Nutzungsrechte haben und die muss ich erst mal fragen. Manchmal steht das ja dran, wenn man irgendwo drauf stößt und sagt, ja, dieses Foto kann benutzt werden, auch für die Kommunikation von Vereinen, kostet dann so und so viel für 3 Jahre, das auf die Webseite zu stellen, dann gibt es einen Preis dazu. Oft muss man das erfragen, aber immer muss man davon ausgehen, dass es Urheber und Rechteinhaberinnen gibt, dass es irgendwie Lizenzverträge oder irgendwelche Angebote gibt, damit man das dann in diese eigenen Medien, in die eigenen Kommunikationskanäle integrieren kann. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen sagen, dass es auch Ausnahmen gibt für diese urheberrechtlichen Regelungen, aber ich springe jetzt mal auf die Stelle, nämlich dass der erste Block erstmal damit beendet ist und ich frage, ob es Fragen gibt. Wahrscheinlich gab es das ein oder andere im Chat, der ist jetzt ziemlich voll. Dann bitte ich Ludwig, das zu moderieren. Ja, danke Henry für den ersten Block. Da war schon viel dabei und es gab deswegen auch schon 3 Fragen, die ich jetzt direkt stelle. Den Namen sage ich jetzt mal nicht dazu, damit es auch nicht auf der Aufzeichnung auftaucht. Ich lese es jetzt mal vor. Das erste ist nochmal die Frage, in welchem Auftrag das passiert. Wenn ich als Präsident eines Vereins einen Mitarbeiter beauftrage, etwas zu entwickeln oder etwas zu verfassen, dann ist das ja im Auftrag des Vereins und somit ist der Urheber doch eigentlich der Verein und nicht der Mitarbeiter, oder? Sonst hieße das ja, dass der Verein das Werk nur mit dessen, also des Mitarbeiters, Genehmigung nutzen dürfte. Ist das so, Henry? Ja, also letzteres stimmt tatsächlich. Gehen eben wirklich die Nutzungsrechte dann über, wenn der Verein sagt, hier Auftrag und du kriegst Geld dafür oder du kriegst dafür immer freien Eintritt bei den nächsten 50 Spielen im Stadion oder was auch immer. Da kann es ja verschiedene Regelungen geben, aber die Nutzungsrechteübertragung muss irgendwie geklärt werden. Nur weil jemand vielleicht fest angestellt oder in einer festen vertraglichen Verhältnis mit dem Verein steht, ist nicht automatisch damit gemeint, dass die Nutzungsrechte immer übertragen werden, sondern das muss schon in einem Vertrag formuliert werden. Wenn du im Rahmen deiner dienstlichen Tätigkeiten oder deiner Zusammenarbeit mit uns, immer wenn du für den Verein tätig bist, Fotos anfertigst, dann wollen wir die auch nutzen, und zwar für alles, für Webseite, Broschüren und Social-Media-Kanäle. Und dann kriegst du dafür das und das, oder das ist einfach nur ein warmer Händedruck, aber es muss letzten Endes formuliert sein, dass diese Regelung existiert. Man kann das nicht automatisch annehmen. Das könnte bei bestimmten Firmen, Medienhäuser, Verlage oder eben auch andere Häuser, die dann in ihren Angestelltenverträgen oder in ihren Standardmitarbeiterinnenverträgen haben, solchen Passus, ja, alles, was hier in der Dienstzeit erstellt wird, bei Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel, die ja auch viel Material machen, gehen die Nutzungsrechte automatisch über an eben die Schule für die und die Zwecke. Das steht dann als Passus im Vertrag, das kann schon mal sein. Aber wenn es da nicht steht und wenn das nicht sozusagen vereinheitlicht ist und man auch nicht darauf hingewiesen wird, dann muss es individuelle Regelungen geben, damit klar ist, warum der Verein jetzt die Nutzungsrechte an bestimmten Sachen haben will. Also das heißt, im Ehrenamt, da ist nochmal die Nachfrage gewesen, müsste man es tatsächlich im Einzelfall dann regeln?
Absolut, ja. Man muss wirklich dann mit denjenigen, die da zuliefern, das besprechen. Vielleicht ist es manchmal auch schnell geklärt, dass sie sagen, ach, Ehrenamt, ich will auch für meine Fotos nichts haben oder für meine Texte. Aber rein rechtlich, ne, müsste es irgendwie eine Regelung geben, damit nicht Streit mal darüber entsteht, weil irgendwas mit den Bildern passiert oder irgendwelche Einnahmen generiert werden, wo jemand dann beteiligt sein sollte und so weiter. Ah ja. Ja, das wäre schon mal die erste Frage. Die zweite Frage ist relativ kurz und knapp. Muss man beim eigenen Bild auch immer den Fotografen oder die Fotografin mit Namen nennen und angeben? Was heißt eigenem Bild? Also wenn man das... Also ich gehe mal davon aus, wenn man von sich ein Bild hat und das irgendwo posten will oder verwenden möchte, ob man dann auch den Fotografen dazu nennen muss. Ja, auch da wieder im Prinzip die gleiche Antwort, dass man das mit dem Fotografen oder der Fotografin ausmachen muss. Ne? Willst du, dass dein Name genannt ist oder nicht? Weil ich hatte ja vorhin gezeigt, als Urheber und Urheberin hat man immer das Recht, gesetzlich verbrieft, genannt zu werden als die Quelle, als die Urheberin dieses Werkes. Man kann darauf verzichten. Das heißt, wenn man mit dem Verein spricht und sagt, nehmt meine Fotos, die könnt ihr immer auf die Webseite stellen, ich bin ja eh immer da und wir kennen uns und muss auch nicht mein Name drunter stehen, kein Problem. Das kann man auch mal mit einer E-Mail oder mit einer kleinen Notiz oder sowas irgendwie festhalten. Da haben wir uns doch drauf geeinigt. Dann ist man immer auf Nummer sicher, wenn später da vielleicht doch mal Streit entstünde, dass man sagt, Mensch, da hatten wir uns doch drauf geeinigt, da erinnere dich doch hier an die E-Mail und so. Ne? Aber es ist immer besser, das zu klären, soll da der Name drunter stehen oder nicht. Was vielleicht noch, also ich kenne das aus dem Alltag, wenn wir Fotos kriegen von Pressestellen, da steht dann eben immer, bitte das Foto können Sie für Pressezwecke veröffentlichen, also in Medien, aber bitte runterschreiben, Bundesministerium für XY, Fotograf, Doppelpunkt sowieso. Dann ist das so eine Vorgabe, an die ich mich halten muss, aber das kann der Fotograf, die Fotografin ganz individuell ausmachen, wie diese Benamung oder Bildunterschrift lauten soll. Genau, der Fragende schiebt jetzt noch nach. Also er hat das Bild gekauft, aber der Fotograf möchte genannt werden und somit ist es dann klar, ja, er muss genannt werden. Muss man schon machen und weise ich kurz darauf hin, auf diese Bildkataloge, Stock-Fotografie-Verzeichnisse, wo man ja auch Bilder kaufen kann und da ist es häufig so, dass man sagt, man zahlt noch ein bisschen mehr und muss das Bild dann eben nicht mit einem Namen versehen, weil man es in der Werbung nutzen will. Und da sieht es dann blöd aus, wenn dann auf so einem Werbeplakat oder bei einer Anzeige immer groß noch der Name des Fotografen. Das heißt, da kauft man das dann quasi mit, dass der Name nicht erscheinen muss. Das ist aber, wie gesagt, ganz individuell auszuhandeln. Oder man muss in die Nutzungsbedingungen schauen, die jetzt ein einzelner Fotograf oder eben so ein Fotografieportal dann formuliert. Da muss man dann mal reingucken. Super. Eine letzte Frage noch. Ich hoffe, ich verstehe die auch richtig. Wie ist es zum Beispiel bei Archivfotos, wo die Urheber vielleicht schon länger als 70 Jahre verstorben sind, aber in den Nutzungsvorgaben dieses Archivs der Verwendungszweck angegeben wird? Muss ich mich daran halten? Wie muss ich das machen? Oder kann ich das auch anderweitig wegen dieser 70-Jahre-Regel verwenden? Ja, super gute Frage, aber auch wirklich schwer zu beantworten, weil es tatsächlich dann eben so eine Rechercheaufgabe wird, dass man sagt, ja, jetzt muss ich wirklich rauskriegen, ist da der Urheber, die Urheberin, die das mal fotografiert haben, wirklich länger als 70 Jahre tot oder nicht? Wie kriegt man das raus? Ganz schwer, wenn dann womöglich auch noch nicht eindeutig ist. Da steht irgend so ein Gekritzel hinten auf dem Foto, ist das jetzt Müller oder Miller oder sonst wie? Also da wird es dann schwierig und kann man letztens immer nur raten, wenn man es nicht genau weiß, erstmal davon Abstand nehmen, damit größere Sachen zu machen. Und das, was so ein Archiv oder so ein Anbieter, der jetzt Postkarten gesammelt hat und sagt, hier könnt ihr haben die Postkarten, aber nur für die und die Verwendung oder nur zu dem und dem Preis. Und dann muss immer das da stehen, Quelle, Archiv sowieso. Dann muss man das erstmal machen. Es sei denn, letzten Endes, man würde womöglich auf das gleiche Motiv woanders stoßen und sagen, huch, hier steht es ja bei Wikipedia und da steht drunter freie Lizenz von Wikipedia. Was stimmt denn jetzt und so? Tatsächlich kommt man dann so ein bisschen in die Situation, das nachzurecherchieren, rauszukriegen. Ne? So, das ist jedenfalls bei der Postkarte. Wenn man bei Wikipedia das sieht, da sind sozusagen die Angaben eindeutig und dann muss man nur die Angaben von Wikipedia befolgen, wie mit diesem Foto umzugehen ist, wenn man es selbst nutzen will. Ich möchte jetzt doch noch eine Frage hinterher schieben, weil ich die auch sehr interessant finde und bestimmt viele betrifft. Bei Canva zum Beispiel, das ist so eine Plattform, wo man eben auch kostenlose Fotos finden kann, also umsonst Bilder, schreibt hier der Fragende. Aber wie verlässlich ist denn das, dass man nicht doch irgendwie gegen das Urheberrecht verstößt, wenn man da gar keine Angabe macht? Ja, wieder letzten Endes
ein Blick wirklich in die Nutzungsbedingungen hilft da schon einiges, weil umsonst heißt noch lange nicht, also kostenlos oder umsonst, heißt noch lange nicht, dass da auch keine Nutzungsrechte drauf sind oder dass sozusagen die Bedingungen so sind, ihr müsst gar nichts angeben, ihr könnt das überall benutzen, wo ihr wollt. Das kann in den Nutzungsbedingungen, in den AGB oder wo auch immer, schon immer noch so Hinweise geben, ja, ihr dürft es benutzen, aber nicht für. Also Klassiker ist, würde ich nachher auch erwähnen, kann ich aber jetzt schon sagen, sowas wie Pixabay oder Unsplash, vielleicht ist das bei Canva auch so. Da steht zwar drin, die Fotos dürfen benutzt werden, es muss auch keine Angabe unter den Fotos, wo das Foto her ist und wer es geschossen hat, angefertigt werden, weil diejenigen, die Fotos bei Pixabay hochstellen, sind damit einverstanden, dass eben ihr Name nicht erwähnt werden muss. Das ist sogar. Aber in den Geschäftsbedingungen stehen dann doch so zwei, drei kleine Klauseln von Pixabay, wo drin steht, was damit nicht geht. Man dürfte mit den Fotos eben nicht eine T-Shirt-Kollektion bestücken und diese T-Shirts dann verkaufen. Das ist dann ausgeschlossen. Das ist für viele im Verein, die vielleicht sagen, Mensch, wir wollen ja nur das hier irgendwie auf der Webseite, weil das zu uns passt oder sowas, dann ist das eben was anderes. Aber es gibt so ein paar kleine Klauseln. Und das könnte auch bei Canva oder woanders sein, dass man da kleine Ausschlussklauseln von dieser generellen Erlaubnis, dass man mit den Bildern auch ohne Angaben von Quellen und Urhebern eigentlich fast alles machen kann. Ne? Aber trotzdem Blick in solche Nutzungsbedingungen ist immer hilfreich und wichtig. Ja, es kommen jetzt immer wieder noch Fragen nach. Ich würde die jetzt mal abspeichern, sonst kommen wir jetzt nicht mehr zum zweiten und dann auch dritten Block. Genau. Deswegen haben vielleicht am Schluss gibt es noch ein bisschen Zeit, dann nehme ich die nochmal auf. Aber ich würde dich bitten, Henry, sehr den gerne. Zweiten Block zu starten. Ja, und auch da gucke ich mal mit auf die Zeit, dass wir rechtzeitig dann auch hier fertig werden. Es geht ja im zweiten Block so ein bisschen um die Frage offene Lizenzen und da haben uns ja die Fragen eben schon so ein bisschen hingeführt. Ne? Dass man sagt, ja, okay, haben wir verstanden. Wir als Verein haben aber letzten Endes hier gar nicht so viele Ressourcen, ständig bei Bildern nachzurecherchieren, wer, weil Nutzungsrechte, Lizenzen oder sowas, geht das nicht einfacher und im Netz kann man es ja doch runterladen und machen doch alle und so. Ne? Und da haben sich eben seit fast 20 Jahren oder eigentlich rund 20 Jahren jetzt diese offenen Lizenzen mehr und mehr bewährt, mehr und mehr verbreitet. Ich führe euch mal so ein bisschen ran, was das meint und wie das funktioniert. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob irgendein Verein dabei ist, der mit dem Thema Windmühlen was anfangen könnte, aber denkt euch irgendein anderes Thema, wo ihr sagt, wir wollen das in unseren Newsletter oder auf unsere Webseite. Dazu brauchen wir jetzt einfach ein bisschen Material. Gucken mal im Internet und finden Windmühlenbilder. Nehmt was anderes, wenn ihr sagt, ihr seid ein Sportverein für, ob nur mit Radfahren oder Beispielart oder sonst wie und ihr braucht Bilder, die das illustrieren über Sportplätze von mir aus oder über schöne Bike-Trails, die ihr zeigen wollt, wie auch immer. Man sucht, findet Fotos, findet Videos, findet irgendwie Musik im Internet oder vielleicht auch auf CDs, die man in Bibliotheken dann sich ausleiht oder Texte etc. Und ist natürlich schnell versucht zu sagen, Mensch, das ist digital und das ist auch ohne Qualitätsverlust, kann ich eine Kopie machen oder mir das runterladen, ist doch alles super. Aber wie wir eben gelernt haben, muss man eben immer fragen, wer hat da eigentlich das Copyright drauf, wo muss ich da nach Lizenzen und das kann ganz schön mühsam werden. Und die freien Lizenzen begegnen uns dann ja auch immer häufiger. Wie funktioniert das? Bleiben wir mal bei den Windmühlen. Und schauen mal, was wäre der Weg, wenn ich sage, ah, dieses Foto interessiert mich jetzt näher, da will ich jetzt mal wissen, kann ich das benutzen und wenn ja, wie, was muss ich dafür tun, wen muss ich fragen oder bezahlen. Und wenn man das tatsächlich mal ernst nimmt und darauf klickt, dann gibt es bei Google, bei sicherlich bei anderen auch, bei anderen Suchmaschinen ganz genauso, gibt es eben hier zwei Hinweise. Zum einen, die Weltkugel soll einem sagen, das ist die Webseite, da erfährst du vielleicht mehr. Und darunter steht jetzt noch, Bilder sind in der Regel urheberrechtlich geschützt, weitere Infos. Vielleicht wird mir da weitergeholfen, wenn ich jetzt mal so ganz naiv als Nutzer sage. Und Fotos sollen jetzt wirklich nur ein Beispiel sein. Das Gleiche kann mit Filmen oder Texten, Audiostücken, Musik, könnt ihr das Gleiche durchspielen. Bilder sind eben nur im doppelten Sinne sehr anschaulich. Also klicke ich da mal rauf. Und bei Worpswede lande ich tatsächlich dann hier auf dieser Webseite. Und wer da so ein bisschen geübt ist, guckt im Impressum oder da steht irgendwo ist ein Menüpunkt oben auf der Webseite, rechtliches oder
irgendwie wir über uns oder irgendwas findet man immer, aber Impressum ist ja eigentlich auch Pflicht für Webseiten, das müsste man eigentlich immer finden. Und dann steht hier unter der Überschrift Bildnachweise, das ist ja schon mal ein guter Hinweis, ah, jetzt weiß ich, wer dieses Windmühlenfoto gemacht hat. Nicht wirklich, weil hier sind jetzt dann 10 verschiedene Namen und Quellen angegeben, aber nicht zugeordnet, jedenfalls nicht in jedem Fall, wer jetzt da für das Windmühlenfoto zuständig ist. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als da anzurufen oder hinzumailen etc. Kann langwierig werden, ist man schon längst wieder beim nächsten Bild, weil man keinen Bock darauf hat. Und Google hilft einem dann überhaupt nicht weiter, weil die schreiben nur, ja, wenn du mehr wissen willst zum Urheberrecht, guck doch mal beim US Copyright Office. Haha, ich bin in Deutschland, was nützt mir das US Copyright Office? Gar nichts. Oder könnte es sein, dass du vielleicht die Fair-Use-Regel nutzen kannst? Haha, gibt es in Deutschland nicht und in Europa nicht, sondern das ist ein amerikanisches Prinzip. Wir haben seit kurzem im August eine Urheberrechtsreform gehabt. Da gibt es sowas wie Bagatellschranken. Wenn wir Zeit haben und Interesse da ist, kann ich da was zu sagen. Aber Fair-Use kennen wir nicht. Also Google hilft mir da auch nicht wirklich weiter. Also bin ich ein bisschen frustriert und denke, gucke ich mal nach anderen Bildern. Und vielleicht wisst ihr es und habt es gehört, bei Wikipedia gibt es ja auch immer irgendwie Treffer. Und bei Wikipedia zumindest gibt es zweierlei. Mir wird nämlich erstens ein bisschen näher erklärt, was ist denn jetzt mit den Fotos? Und zweitens, wenn ich mir die Erklärung auch angucke, dann steht hier erstmal auf Englisch, aber man findet da auch Bilder, wo das auf Deutsch erklärt wird, steht dann eben hier, Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden. Nämlich Creative Commons, freie Lizenz. Da kann man auch den Lizenzvertrag lesen. Und dann steht hier, es ist mir gestattet, das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, sowie, Abwandlung und Bearbeitung des Werkes anzufertigen. Also für so eine Vereinswebseite oder Zeitschrift beschneide ich das, weil mir das viel zu groß ist, das Foto. Oder ich ändere es, mache eine Collage draus. Das stand, glaube ich, auch hier im Chat, das Stichwort Collage. Das darf ich alles machen, ohne weitere Erlaubnisse einzuholen, sondern der Lizenzvertrag, der hier angehangen ist an das Bild, erlaubt mir das pauschal. Der will gar nicht wissen, wer ich bin, sondern er sagt, nimm es einfach und mach das, was da steht, was du machen darfst. Du musst nur folgende Bedingung einhalten, nämlich den Namen des Urhebers oder des Rechteinhabers zu nennen und einen Link auf die Quelle, wenn das im Internet ist, oder einen Link ausgeschrieben, wenn es gedruckt wird, und die Lizenz nennen. Also sagen, dieses Bild steht unter der freien Lizenz Creative Commons. Da ist nur noch so ein Kürzel dran. Das ist sozusagen Detail, aber das ist alles. Ich kriege also pauschal die Nutzungsrechte übertragen, was ich sonst, wie in euren Fragen, als Urheber mit dem Verein oder als Verein mit der Fotografin, ich muss das alles aushandeln, brauche ich hier nicht. Ich kann das Foto nehmen, kann es bearbeiten, weiterverbreiten. Die Erlaubnis habe ich. Alles, was ich machen muss, ist, diese beiden Bedingungen zu erfüllen, nämlich das darunter zu schreiben, wo habe ich es her und welche Lizenz trägt dieses Bild. Wie ist es lizenziert? Das heißt, unser Bild, was wir schon heute schon mal gesehen haben, dass der Urheber eben nicht einzelne Verträge macht mit Rechteinhabern, die dann zu Rechteinhabern werden und Lizenzbedingungen und Vergütungsmodalitäten aushandelt, sondern er sagt pauschal an alle, die es haben wollen, ihr dürft das und das. Also das ist das Prinzip, ein pauschaler Lizenzvertrag, die freie Nutzung ist erlaubt, ohne weitere Rücksprachen und nur diese Lizenzbedingungen sind einzuhalten. In dem Moment, wo man es herunterlädt oder erwirbt, ist der Vertrag wirksam. Das ist wie so ein Handshake, ja, lade es runter, nimm es, kannst du machen. Aber du hast sozusagen hiermit dann eingeschlagen, dass du die Bedingungen einhältst. Und in dem Moment, wo man das dann weiter vertreibt, also auf der Webseite, im Newsletter, im Social-Media-Kanal, dann wird sozusagen der Vertrag wirksam. Und ganz wichtig, wenn man das vergisst und diese Lizenzbedingungen, nämlich den Lizenzhinweis darunter zu schreiben, wo, von wem ist es, die Quelle, was ist die Lizenzform, dann hätte man einen Fehler gemacht und dann würde diese Lizenz, dieser Vertrag unwirksam, dann erlischt das und dann wäre es wieder wie mit normalem Urheberrecht, dann müsste man wieder um Erlaubnis fragen und so. Aber wie gesagt, die Hürde ist ja relativ klein, da man eben diese Lizenzbedingungen sind relativ übersichtlich, ne? Und dann kann man eben tatsächlich, das, was wir vorhin schon gesehen haben, alle möglichen Verwertungsarten selber anstrengen. Das heißt, man kann also anfangen, das zu veröffentlichen oder auch
bearbeitet, deswegen die Schere also in irgendeiner Form verändert, weiterzunehmen. Man muss eben immer nur mit diesen kleinen Symbolen jetzt dargestellt die Lizenzbedingungen einhalten. Ich will euch damit nicht weiter quälen. Wir schauen nur mal eben nochmal darauf, wie das sozusagen formal aussieht, wenn man so eine Lizenz dann selber anwenden will und sagt, ich veröffentliche meine Fotos, will die auf der Wikipedia hochladen oder unter so einer freien Lizenz veröffentlichen oder ich benutze eben etwas, was frei lizenziert ist. Also das ist nochmal die Bedingung. Der Name des Urhebers, der Urheberin beziehungsweise der Bezugsquelle muss genannt werden. Die Lizenz muss genannt werden. Ansonsten gibt es keine weiteren Einschränkungen. Diese Symbole hier unten mit diesem CC oder diesem Mannequin, das ist sozusagen nur zusätzlich. Das ist keine Pflicht, dass man die dazufügt, sondern das ist eine zusätzliche Kennzeichnung. Für die, die diese Lizenzen gut kennen, können die auf einen Blick erkennen, um welche Lizenz handelt es sich und können sozusagen schneller in die Nutzung gehen. Und generell trägt das dazu bei, dass man sich das einprägt, Creative Commons mit diesen zwei Cs. Etc. Deswegen gibt es das. Es gibt noch ein paar andere Lizenzen. Ich will aber jetzt da nicht zu tief einsteigen, sondern spring mal zu der Stelle, dass es eben neben dieser CC BY und BY heißt so viel wie von, nenne die Quelle bzw. den Urheber, die Urheberin, mehr nicht, gibt es noch so ein paar andere Bedingungen, zum Beispiel keine kommerzielle Nutzung oder man darf es eben doch nicht verändern. Oder es gibt auch die Möglichkeit, was ich vorhin sagte, gemeinfrei, dass die Rechteinhaber auf sämtliche Nutzungsrechte verzichten und sogar darauf verzichten, genannt zu werden. Dann ist das hier CC0, Public Domain, gemeinfrei. Also man macht das, was eigentlich erst 70 Jahre nach Tod des Urhebers eintritt, freiwillig, übergibt das der Gesellschaft bedingungslos und alle können damit machen, was sie wollen. Das Ganze ist dann so ein bisschen das Prinzip wie so ein Waschzettel im Kleidungsstück. Man findet so ein bisschen eine Anleitung, ein paar Anweisungen, was man machen muss oder lieber sein lässt. Ja, wenn man die Wäsche zu heiß wäscht, dann weiß man irgendwann, was man damit angerichtet hat. Wenn man die Lizenzbedingungen nicht einhält, dagegen verstößt, kann das auch zu Problemen führen. Aber es sind kleine, kurze Anweisungen mit den Symbolen, wird einem da auch geholfen, das schnell zu verstehen. Und noch eine andere Analogie, weil ich ja davon gesprochen habe, wenn man im Internet Bilder findet, wo nichts dran steht, muss man von Urheberrechtsschutz ausgehen. Und das ist so ein bisschen jetzt wie so beim Pilzesammeln. An Pilzen steht nie was dran. Wenn da immer ein Zettel rangeklebt wäre, ich bin genießbar, mich kannst du mitnehmen, wüsste ich, bei den anderen lasse ich die Finger davon. Und so ähnlich ist das jetzt im Internet, dass man sagt, da wo was dran steht, wo erklärt wird, ob nun hier alle Rechte vorbehalten oder eben freie Lizenz sowieso, habe ich schneller eine Gewissheit, was kann ich damit machen? Kann ich das für meine Vereinskommunikation einsetzen, ohne groß rumzufragen oder nicht? Dann hat man sozusagen gleich die Anleitung, wie ich es machen muss. Und noch ein letzter Hinweis zu den freien Lizenzen und dann nämlich die Erklärung, was uns das tatsächlich nützt, ist, sie sind maschinenlesbar. Dadurch, dass dieser Hinweis, dieses Foto ist lizenziert unter Creative Commons BY 3.0, 4.0, da gibt es so Versionsnummern, die sind aber erstmal sozusagen nur zweitrangig. Das können Suchmaschinen von Google oder von anderen, die können das lesen. Die finden das, weil das immer wieder gleich formuliert ist, wie dieser Lizenzhinweis aufgebaut ist, mit der gleichen Syntax, finden die das. Sie sehen ein Foto, da steht nichts dran. Sie finden aber auch ein Foto beim Crawlen durchs Internet. Da steht diese freie Lizenz dran. Kenne ich. Kann ich also extra zusortieren. Und das führt dann dazu, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, nebenbei in eurem Browser. Sucht nach Windmühle oder Sportplatz oder was auch immer. Und wenn ihr dann eine Bildauswahl gefunden habt, dann geht ihr unter Suchfilter und Nutzungsrechte und dann könnt ihr tatsächlich der Suchmaschine sagen, finde für mich nur Bilder, die frei lizenziert sind. Natürlich könnt ihr auch zu solchen Quellen wie Pixabay oder anderen gehen, wo ihr wisst, da ist so eine freie Lizenz. Aber, was ich vorhin sagte, bei Pixabay oder auch bei Canva oder anderen, könnten in den Nutzungsbedingungen so kleine Klauseln drinstecken. Bei CC-Lizenzen ist das nicht so. Die gibt es in über 100 Ländern. Immer die gleiche Lizenz, immer die gleiche Formulierung. In der neuesten Version 4.0 ist das harmonisiert weltweit. Das heißt, immer wenn man was CC findet, weiß man, da steht keine extra Klausel. Da ist diese Bedingung, die ich mir dann durchlesen könnte auf der Webseite von Creative Commons,
aber in der Kurzform, so wie ich es bei Wikipedia vorhin in dem Text gelesen habe, das ist alles. Da steht nichts extra. Man muss nicht fürchten, dass da noch etwas nachkommt. Also kann einem die Bildsuche sehr helfen, ob nun von Google oder auch anderen Suchmaschinen, die dann eben anbieten, hier such nur das raus, was Creative Commons lizenziert ist. Auch Ecosia, also eine andere Suchmaschine, bietet sowas an. Dann kann man tatsächlich einfach sagen, ja, kann kostenlos verwendet und geteilt werden oder kostenlose Freigabe, sogar Änderung und kommerzielle Verwendung. Und schon ändert sich die Auswahl dieser Windmühlenbilder. Bei Flickr geht das und bei vielen anderen auch. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, Creative Commons hat auch eine eigene Bildersuchmaschine aufgebaut, die dann eben tatsächlich nur CC-lizenziertes Material zutage fördert. Und das Gute ist, dass man hier die Suche sogar noch einschränken kann nach den jeweiligen Lizenzmodulen oder nach dem Dateitypen, also soll das jetzt ein GIF sein oder ein JPEG und noch so ein paar ähnliche Kriterien. Das heißt, hier ist die Möglichkeit, noch tiefer die Suche zu spezifizieren und damit noch auf bessere Trefferauswahl zu kommen. Wie gesagt, Pixabay bis 2019 hatten die auch Creative Commons in ihren Nutzungsbedingungen. Das haben sie dann irgendwann geändert, haben eine eigene Lizenz eingeführt. Man muss nichts ranschreiben an die Bilder. Da steht immer, die Urheber freuen sich, wenn da steht Pixabay und der Name des Fotografen oder der Fotografin. Aber man muss eben beachten, dass es so ein paar kleine Ausschlussmöglichkeiten gibt, die man beachten muss. Okay, das heißt, um es zusammenzufassen, welche markanten Vorteile bieten die Creative Commons Lizenzen? Und dann ist auch der zweite Block rum, nämlich klare Kennzeichnung, also da steht immer was dran, man ist nie im Ungewissen. Zweitens, die Bearbeitung ist erlaubt. Das heißt, man auch da muss man nicht fürchten, oh, müsste ich ja fragen, ob ich das Stück jetzt irgendwie verändere, das Musikstück oder sonst was, was CC-lizenziert ist, darf man bearbeiten, jedenfalls bei den meisten Modulen. Es ist maschinenlesbar, also die Suchmaschinen können darauf mit ihren Filtern anspringen. Und es ist auch häufig kostenfrei, aber hier auch der Zusatz, muss nicht sein. Es gibt auch Creative Commons lizenzierte Fotos oder Materialien, für die man etwas bezahlen muss, Bücher, die man kaufen kann, die trotzdem frei lizenziert sind. Das kann ein Geschäftsmodell sein, aber häufig ist es kostenfrei und bei Wikipedia im Übrigen Standard. Alles, was bei Wikipedia an Fotos, Filmen, Texten ist, ist CC BY lizenziert oder CC BY SA. Das heißt, da kann man bedenkenlos zugreifen, wenn man diesen Lizenzhinweis ordentlich anfügt. Das wäre es zu den freien Lizenzen. Da gibt es bestimmt auch ein paar Fragen. Ludwig guckt schon so. Nee, gar nicht mal. Also da offensichtlich war das so gut erklärt, dass es da gar keine Fragen zu dem Thema, zu dem Blog gab. Okay, da würde ich aber jetzt einfach die Chance nutzen, genau, eine noch zu nehmen vom letzten Blog, die ich auch sehr interessant finde. Die stelle ich dir jetzt direkt mal. Also, wie verhält es sich denn, wenn ich ein Gemälde von einem Künstler abfotografiere und dieses Foto dann veröffentlichen möchte? Ja, erstens muss man natürlich den Künstler des Gemäldes fragen. Darf ich das? Nicht mehr lebt? Wenn er nicht mehr lebt, diejenigen, die Nutzungsrechte daran haben, eine Galerie, ein Museum, irgendjemand hat das Bild ja gekauft und aufgehangen. Dann kommt man vielleicht frei in den Ausstellungsraum, aber das abzufotografieren, kennt ihr alle, fotografieren nicht erlaubt oder nur mit Genehmigung oder sonst wie, dann muss man das eben aushandeln. Jetzt kann es natürlich, dritter Fall könnte sein, das Gemälde ist so alt, dass der Künstler oder die Künstlerin schon länger als 70 Jahre verstorben ist. Dann ist es gemeinfrei. Dann kommt es auf zwei Sachen an. Kommt man ohne weiteres, hat man Zugang zu diesem Gemälde, kann man es tatsächlich abfotografieren, ohne dass irgendjemand mit Hausrecht kommt oder mit irgendwelchen Sonderregeln, dass man gar nicht an das Gemälde herankommt. Dann hat man halt Pech gehabt. Wenn das aber so wäre, man kommt dran und es ist gemeinfrei, ist auch die Verbreitung des Fotos eines gemeinfreien Bildes sozusagen erlaubt, weil da dann keine Rechte mehr drauf sind. Das heißt, da darf man nicht ein neues Urheberrecht draufsetzen, was bisher nicht der Fall war. Das ist tatsächlich erst durch die jüngste Urheberrechtsreform klargestellt worden. Seit August gilt das, von gemeinfreien Bildern Fotos zu machen, darf man dann verbreiten, damit sind dann die Fotos automatisch gemeinfrei.
Ansonsten ist es oft so, dass tatsächlich der Fotograf oder die Fotografin, die ein Kunstwerk abfotografiert, auch wenn das alt ist, sehr alt ist, trotzdem nochmal auf das Foto ein eigenes Urheberrecht hat. Das heißt, das wäre dann die zweite Konstruktion, wenn man nicht selbst fotografiert, sondern ein Foto eines Kunstwerkes, eines geschützten Werkes nutzen will, müsste man erst wieder den Urheber, die Urheberin dieses Fotos fragen. Aber bei gemeinfreien Werken ist das jetzt gesetzlich geregelt, kann man einfach dann abfotografieren. Dann ist aber auch das Foto gemeinfrei, wenn man es sozusagen als Reproduktion dann nutzen will. Super, also ein bisschen einfacher geworden. Auf jeden Fall. Das war's für diesen Blog. Dann kommt jetzt der dritte Block, Henry. Okay. Ja, prima. Da sind wahrscheinlich ein paar interessante Fragen bei. Ist auch der kürzeste Block. Auch da gebe ich dann gerne Chance, dass ihr nochmal da vertieft fragt. Nämlich um die Persönlichkeitsrechte. Also, wir kennen das alle. Das ist mal ein schönes Foto von dem iRides Lab Runners Team. Inzwischen sind wir noch viel mehr, aber wir sind da mal bei so einem Firmenlauf mitgerannt. Da macht man halt mal so ein Selfie. Aber welche Frage stellt sich denn jetzt? Auch da könnt ihr gerne wieder in den Chat eure Antworten posten. Welche Frage stellt sich das jetzt mit dem Selfie? Da sind ja auch noch im Hintergrund Leute zu sehen oder sowas. Was denkt ihr? Haben alle eingewilligt, auf dem Foto zu sein? Sind alle einverstanden mit der Aufnahme? Ja, schon mal die richtigen Ausgangsfragen. Hat der Veranstalter des Events Fotos der Teilnehmer genehmigt? Ja, okay. Alle einverstanden mit der Weiterverbreitung? Wo, wann und wie lange? Ah, das führt uns auf die richtige Spur. Man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, hier in der Mitte unsere Wiebke, Daumen hoch. Ne? Sie ist auf jeden Fall damit einverstanden. Aber vielleicht ist der Daumen hoch auch anders gemeint. Ne? Also das sind so die richtigen Fragen, dass man tatsächlich erstens eine Einwilligung braucht. Darf ich dich hiermit abfotografieren? Vor allen Dingen aber die Frage nach der Weiterverbreitung zu stellen ist, weil so ein Foto schnell gemacht und alle lächeln und nicken einem zu, ja, fotografiere ruhig, Selfies in Ordnung. Oder jeder könnte ja aus dem Bild laufen, der nicht da drauf sein will. Aber das Bild ist gemacht und dann ist die Frage, was passiert damit? Und dazu gibt es eben tatsächlich innerhalb des Urheberrechts sozusagen eine Unterabteilung, das Kunsturhebergesetz, was sogar von 1907 ist und immer noch in der Form Gültigkeit hat, dass eben jeder Mensch das Recht hat, ohne seine Einwilligung nicht öffentlich abgebildet zu werden. Also ganz wichtiges Prinzip. Ich müsste tatsächlich jeden Einzelnen fragen, ey, das will ich hier auf meine Facebook-Page stellen oder auf meinen Blog oder eben bei uns auf der Vereinsseite. Wir sind ja als Vereinsgeschäftsstelle mitgelaufen und das machen wir mal hier als coole Aktion und stellen das auf unsere Webseite. Müsste man jeden Einzelnen fragen. Hier auch wieder so eine Frist, gilt 10 Jahre nach Tod der Person zugunsten der Erben. Also die könnten darüber noch entscheiden, soll das Foto jetzt öffentlich gemacht werden oder nicht, wo die Person drauf ist. Aber man muss auch wieder dazu sagen, es ist ein grober Rahmen. Es gibt Ausnahmen und es gibt Gerichtsentscheide, die das dann eventuell wieder anders spezifizieren, wenn es um diffizile Fragen geht. War das jetzt eine Einwilligung, weil man nachweisen konnte, bei einem Film oder so, ich habe da jemanden abgefilmt bei irgendwie einer Veranstaltung und der nickte mir doch zu, das war doch wie eine Einwilligung und andere sagen, nee, der hat im Takt der Musik genickt, das war ganz anders gemeint. Da kann es also schon Streit geben und deswegen kommt es dazu, dass Gerichtsentscheide das immer wieder so ein bisschen anders betrachten und auch zwei Gerichte den gleichen Fall unterschiedlich entscheiden würden. Es gibt tatsächlich 4 Ausnahmen, wo man also dann nicht fragen müsste. Zum Beispiel ein Bildnis oder eine Person der Zeitgeschichte. Ja, das heißt, Personen der Zeitgeschichte, jetzt Politiker, die Koalitionsverhandlungsführenden, wenn die also in Ausübung ihres Berufes da vor dem Kanzleramt oder wo auch immer sich treffen und aus den Limousinen aussteigen oder einsteigen, dann ist das etwas, wo man sagt, das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis. Die muss ich jetzt nicht fragen. Wenn Personen Beiwerk sind, also in dem Foto, was ich gezeigt habe, ja, da hinten 1-2 Leute mit ihren Helmen, die sind zwar im Bild, aber sie sind eigentlich Beiwerk. Sie sind erstens weiter weg, sie sind nicht richtig zu erkennen und damit sozusagen nicht entscheidend für dieses Kriterium. Das ist also eine Ausnahme. Teilnehmer von öffentlichen Versammlungen, na klar, eine Demonstration, ich gehe auf die Straße mit einem Plakat oder auch einfach nur so,
heißt ja, ich wende mich an die Öffentlichkeit mit einer bestimmten Forderung oder was auch immer, einem Bedürfnis, dann ist das auch wieder statthaft in diese Demonstration, in diese Versammlung, wenn sie öffentlich stattfindet, nicht in den vier Wänden einer Kneipe im großen Sitzungssaal, sondern wenn sie öffentlich draußen stattfindet, dann kann ich diese Menge auch fotografieren. Ich dürfte allerdings nicht einzelne Personen jetzt herausheben und nur die eine fotografieren, sondern eben die Menge der Leute. Es sei denn, jemand hebt sich von selbst heraus und sagt, hier mein wichtiges Plakat und macht damit doppelt auf sich aufmerksam. Und schließlich gibt es auch noch die Ausnahme für das höhere Interesse der Kunstdienst, Satire etc. Auch da gibt es genug Streitfälle. Da musste jemand wie Stefan Raab öfters dann mal sich mit auseinandersetzen, weil man schnell sagen kann, das war Kunst, das war Satire und trotzdem die Persönlichkeitsrechte, und darauf geht dieses Recht am eigenen Bild zurück, verletzt wurden. Das heißt, das kann auch immer ein Streit sein, wo fängt die Kunst, die Satire an und wo eben nicht. Das heißt, die Einwilligung muss vorliegen. Und auch da wieder, wie ich das vorhin schon sagte, bei den Verträgen mit den Urhebern und den Nutzungsrechten, es muss klar beschrieben sein, wofür. Nicht so nach dem Motto, darf ich dein Foto veröffentlichen, sondern wofür, in welchem Kanal. Also für euch als Verein ganz wichtig, ja, auf der Webseite, in den Social Media und so, aber eben nicht für alles. Wir machen jetzt keinen Fotoportal und verkaufen die Fotos irgendwie von allen unseren Veranstaltungen oder sowas. Das heißt, das kann man schriftlich machen, das kann auch mal wieder per E-Mail oder per Handschlag oder irgendwie so, aber wie das immer so ist, alles, was schriftlich ist, gerade wenn man denkt, es ist gut, wenn wir das haben, zum Beispiel, wenn es um die Erlaubnis der Eltern geht bei Minderjährigen. Also es ist immer gut, wenn klar explizit erklärt wird, also Opt-in, dass jemand das liest und selber ankreuzen oder selber irgendwie was ausfüllen muss, dass dann dieser Akt des Zustimmens, der Einwilligung erfolgt ist, als wenn man irgendwie sagt, ja, jeder, der nicht will, kommt hier nicht rein. Also das hängt oft, wenn man zu Fernsehsendungen geht, am Studio, an der Studiotür steht da, also wir filmen hier, klar, ist ja eine Fernsehsendung, Sie könnten mit im Bild sein, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, entweder dann sollten Sie eben gar nicht sich in den Publikumsraum setzen oder es gibt dann, und auch das gibt es in Studios, es gibt dann immer einen Bereich für das Publikum, wo die Kamera nicht filmt. So, das gibt es, also solche Regelungen kann man machen, aber Opt-in, ich unterschreibe irgendwas oder fülle irgendwas aus, ist immer die bessere Lösung. Es gibt natürlich vermutete Einwilligungen, wenn man dafür Geld kriegt, sich abfotografieren zu lassen, ist natürlich das was anderes. Und man kann diese Einwilligung anfechten. Also man hat jemandem gesagt, ja, du darfst das Foto im Internet veröffentlichen, dann sind da aber drei Motive dabei, wo man sagt, na, da sehe ich aber wirklich nicht gut aus und das finde ich jetzt nicht so witzig, dass ich auf der Seite da als Depp dastehe oder so, dann könnte man das anfechten. Das heißt nicht immer, dass das sofort gestattet wird, aber es gibt diesen rechtlichen Weg, diese Einwilligung zu widerrufen. Wie kann man das noch machen mit diesen Einverständnissen? Man kann so Formulare vordrucken, wo die Leute dann sich nur noch schnell eintragen und schon klar ist, wo, für welchen Zweck will man diese Fotos oder die Filme oder Tonaufnahmen verwenden. Ich war auch schon bei Veranstaltungen, wo es zwei unterschiedliche Bändchen für die Teilnehmenden gab, rot und blau. Blau hieß, ja, ich stimme zu, dass ich fotografiert bzw. dass Fotos von mir veröffentlicht werden, und rot, nee, stimme ich nicht zu. Das heißt, dann liegt es in der Verantwortung des Veranstalters und der Fotografierenden, immer zu gucken, oh, der hat ein rotes Bändchen oder die hat ein rotes Bändchen. Nee, die nicht. Die müssen wir entweder nachher aus den Fotos rausnehmen oder gar nicht erst fotografieren. Das ist so eine Methode, die ist ganz smart so. Man wird darüber aufgeklärt durch am Eingang oder so und dann weiß man, ah, ich nehme das rote oder das grüne oder blaue Bändchen. Dann gibt es noch, was ich eben sagte, was bei solchen Aufnahmen, ich gucke mal auf die Zeit, dass ich mich jetzt hier nicht verquassel, gibt es eben noch das Hausrecht. Und das war ja auch so ein bisschen die Frage mit dem Fotografieren von Gemälden und so. Man muss eben erstmal dann irgendwo reinkommen und da können eben dann die Eigentümer oder die Verwalter, die können dann eben bestimmte Regeln aufstellen. Hier wird nicht fotografiert oder hier wird das und das vorgegeben.
dann muss man sich daran eben halten und dann darf man in Innenräumen nicht fotografieren. Das kann auch abgegrenzte Parks oder Veranstaltungsareale sein, dass da dann eben Fotos nicht erlaubt sind. Wir kennen das von Kulturveranstaltungen, die Band soll eben nicht fotografiert werden oder ähnliches. Das geht aber auch noch in Zoos oder in Parks oder sonst wie. Kann also das Hausrecht zur Geltung kommen und damit ist dann eben ausgeschlossen, dass man Fotos von der Veranstaltung, von den Räumen etc. Weiterverbreitet. Es ist immer wichtig, zu den Unterschied sich klarzumachen. Fotografieren als solches und für sich nur auf dem Smartphone zu haben, ist das eine. Fotos dann aber eben zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, ist das andere. Und da wird das dann immer kritisch. Ne? Und auch wenn man eine Eintrittskarte hat oder ähnliches, heißt das noch lange nicht, dass man dann drauf los fotografieren kann. Es ist ja völlig klar, dass das heutzutage ganz anders letzten Endes zu handhaben ist, wo man weiß, 500 Besucher eines Konzertes, 500 Smartphones, die theoretisch drauf los fotografieren. Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, da gibt es eben Beschränkungen und zum Beispiel auch Häuser hier, deswegen diese Fassade, Fassaden in einer kleinen Stadt, darf man einfach so fotografieren, man dürfte aber nicht in die Häuser rein fotografieren, durchs Fenster ins Zimmer. Diese Erlaubnis heißt Panoramafreiheit und auch die ist sozusagen für uns ein ganz wichtiges Prinzip, dass man nämlich in Deutschland alles, was man von der Straße aus einfach so sieht, auch fotografieren kann. Man darf aber dann eben nicht rein in Details durchs Fenster, über die Hecke, über den Zaun fotografieren. Und das Unglück ist, dass das in Europa unterschiedlich geregelt ist. Das ist also nicht harmonisiert, obwohl die EU das in der Gesetzesreform eigentlich angestrebt hatte. Aber nur, dass ihr es wisst, wenn man auf der Straße steht, ob da nun Kunstwerke rumstehen oder Fassaden architektonisch letzten Endes wertvoll sind, darf man die fotografieren, solange man diese Position, ich stehe auf der Straße und drehe mich und fotografiere das, was ich sehe, solange man das einhält, hat man diese in Deutschland die Panoramafreiheit und darf dann Fotos verbreiten und sogar auch kommerziell nutzen. So, zwei letzte Worte noch, das gibt oder zwei letzte Aspekte noch. Es gibt auch das Recht am gesprochenen Wort. Das hattet ihr ja auch gesagt, bei wo muss man drauf achten, wenn man als Verein kommuniziert, wo trifft man aufs Urheberrecht? Ja, eben auch beim gesprochenen Wort. Also wenn man Interviews macht oder Gespräche oder eben Versammlungen, da jemanden eine Rede hält auf einer Vereinsversammlung oder so, muss immer geklärt werden, ist derjenige damit einverstanden oder diejenige, dass das genutzt wird, verbreitet wird in dem Sinne. Auch das ist sozusagen immer auszumachen vorher, mündlich, es muss nicht alles mit viel Vertragswerk geregelt werden, aber man muss das ansprechen. Und nicht zuletzt ist es ganz wichtig, dass bestimmte Gesprächssituationen, auch wenn das heute schnell geht, so wie wir das jetzt hier bei der Veranstaltung haben, man kann etwas mitschneiden, aufzeichnen, das geht zwar schnell, aber das muss geklärt werden und in zweier Gesprächssituationen darf sowieso nicht einfach mitgeschnitten werden. Auch das muss sozusagen dann einvernehmlich gemacht werden. Ich spring mal, weil wir am Ende der Zeit sind, habe ich noch hier kurz den Aspekt. Man kann auch jemanden zitieren, aber dafür gibt es Zitierregeln. Das gilt generell für Texte, das kennen wir aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass man aus anderen Werken zitiert etc. Das darf man auch. Die Zitate dürfen nicht zu lang sein und müssen als solches gekennzeichnet sein und sie müssen aus veröffentlichten Werken sein und so weiter. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man auch Bilder als Bildzitat nimmt, aber da gibt es enge Regeln und auch das wieder hat sozusagen mit dem Persönlichkeits- und dem Urheberrecht zu tun.